Okay, wir haben es Dienstags, ist 15.30 Uhr exakt. Das heißt, in den USA läuten die Glocke, läutet jetzt gerade im Handelsstart ein, sage ich mal. Ich bin direkt auf der Suche nach einem Opening Trap Trade. Sprich, ich will eine Falle gerade handeln. Was das gleich ist, werde ich dir zeigen. Wir sehen aber auf jeden Fall, ich bin long drinne. Ob ich davon profitieren kann, werde ich dir auch gleich zeigen. Nach dem Disclaimer, der 13 Sekunden dauert, dass an der Börse ist in Eigenverantwortung. Ich bringe hier keine Anlageberatung oder ähnliches. Alle Aussagen sind jetzt meine eigene Meinung. Als Tipp, wenn du auch aus dem Chart handeln möchtest, um vielleicht jetzt sogar nach dem Video auch Opening Traps demnächst handeln zu können, weil das geht bloß aus Chart, nicht über K.O.-Scheine und so, dann guck doch wieder in der Videobeschreibung gerne mal nach. Okay, was ist ein Opening Trap? Opening Trap ist quasi, wenn in dem Fall zum Beispiel halten wir es jetzt so, die Kerze zunächst einmal ist zum Opening rot gewesen, sprich Kurs ist knapp nach unten gekommen und dann ist sie ins Grüne gewechselt. Das ist quasi so eine Falle, sage ich mal, eine Opening-Falle und deswegen bin ich long im Markt drin. Wir sehen, ich war gerade eben sogar nochmal 15 Punkte im Minus und jetzt langsam, aber das ist das Wichtige, wir müssen immer die ersten Minuten also dann auf jeden Fall abwarten, bevor wir aus der Position draußen sind. Deswegen habe ich weder Stop-Loss noch Take-Profit drin gehabt. Ich habe quasi einfach voll auf diese Opening-Trap vertraut. Ich habe zwar einen 30-Punkte Take-Profit drin gehabt, aber wie du siehst, habe ich den gerade rausgemacht und ich dachte, okay, bei so einer starken ersten Kerze, wo die Opening Trap volle Kanne reinhaut, sage ich mal, muss ich einfach einen Stop-Loss weiter traden. Deswegen, ich bin jetzt 40 Punkte im Plus gewesen, habe 30 Punkte mehr abgesichert, das heißt, mein Take-Profit habe ich auf jeden Fall doch dann noch bekommen. Hätte zwar zwischendrin mehr sein können, aber egal, 30 Punkte haben oder nicht haben, sage ich mal. Okay, nächste Setup ist, sage ich mal, nach dem Motto Opening Trap 2.0 will ich es mal nennen. Okay, wir sehen, von dem Opening aus ging es jetzt mit einem kleinen Impuls nach oben, jetzt wir später mit einer starken roten bärischen Kerze nach unten. Und die Idee ist jetzt, dass vielleicht diese Kerze ein Ticken overextended nach unten hin ist. Und wenn jetzt die Kerze, die jetzt gerade aktuell erschienen ist, wenn die jetzt auch ein Ticken rot wird und dann ins Grüne dreht, sprich quasi dieser Druck nach unten dann plötzlich wieder komplett weg ist, was jetzt genau der Fall ist, dann will ich die nächste Long-Position probieren. Einfach mit der Idee halt, dass der erste Impuls eh long war und ich jetzt weitere Long-Einstiege suche natürlich. Wir sehen, Position ist drin, jetzt mache ich sogar 15 Punkte Stop-Loss rein. Warum? Einfach weil die letzte Kerze dann doch ziemlich stark war und wir sehen, okay, 15 Punkte wurden direkt abgeholt. Ich bin theoretisch quasi nur noch grün für den Tag und habe aber direkt auch von dem Long in den Short gewechselt, weil ich dachte, naja, wenn die letzte Kerze dann doch so stark ist, dann soll ich vielleicht nochmal auf der Short-Seite was probieren mit vielleicht Ziel neuem krasser Tagestief. Sprich, wir kommen auf jeden Fall jetzt hier im Chart um die 13.870 drunter, das wäre ganz gut. Wir sehen auch, die Position läuft ein Ticken gegen mich. Aber oben, und das sehen wir jetzt gleich in dem Fall, wird eine Lunde gebildet. Und weil Docht gebildet, meine ich. Und weil der Docht gebildet wird, dachte ich, okay, Mensch, nach oben hin ist jetzt eine kleine Abweisung, sprich, der Kurs ist zwar hochgelaufen oder wieder runterverkauft. Und da dachte ich, na gut, wenn es nach oben nicht will, vielleicht geht es noch weiter nach unten, weswegen ich sogar noch eine zweite Position nachgelegt habe. Die Position habe ich mit einem 20-Punkte-Take-Profit ausgestattet, sage ich mal. Die zweite Position lasse ich einfach laufen und gucke einfach mal, wie tief dann noch der Markt kommt. Den wollte ich ganz gerne Stop-Loss quasi traden, sprich Gewinne laufen lassen, eine Hälfte mal einsacken an Gewinn und die andere Hälfte einfach laufen lassen. Wir sehen, Trade läuft super an. Ich bin, sage ich, mit beiden Positionen knapp 10 Punkte im Plus, jetzt gleich 12 Punkte im Plus. Und jetzt hier die rote Kerze, die wird immer länger, länger. Eine Position ist im Take-Profit ausgelöst, die andere jetzt habe ich schon 15 Punkte abgesichert, bin jetzt 25 Punkte im Plus gewesen, 15 abgesichert und ja, quasi insgesamt 35 Punkte konnte ich hier mitnehmen. Super Trade. Nächster Trade, ich habe jetzt die 5 Minuten Opening Range habe ich mal eingezeichnet, auch wenn die, glaube ich, hier gerade im Video ein bisschen komisch aussieht. Ah, ne, doch nicht. Okay. Nee, ich habe quasi von der ersten 5 Minuten Kassakerze, von den ersten 5 Minuten habe ich das High und das Low mir markiert und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir jetzt vielleicht nach oben ausbrechen könnten. Und wie gehe ich jetzt davon vor? Ich sehe, na gut, wir sind relativ stark nach oben gegen die Oberseite geklatscht, will ich es einfach mal nennen. Und wenn jetzt diese Kerze auch wieder vom Roten ins Grüne dreht, dann will ich ganz gerne den Long probieren, mit der Idee, dass wir den Ausbruch nach oben haben. In dem Fall wieder 15 Punkte Stop-Loss drin. Warum? Zum einen, weil wir jetzt genau unter dem Kerzentief sind und zum anderen, naja, wenn wir wieder nach unten laufen, dann werden wir wahrscheinlich gegen das untere Zonenende laufen, also will ich die Long-Position eh nicht mehr haben. Habe aber gemerkt, okay, Mensch, die Lunte unten hält, also von daher nochmal wieder zweite Position nachgelegt, sprich wieder Gewinne ausgebaut, das ist ganz, ganz wichtig. Und plötzlich wurde die Kerze hier, die Ausbruchskerze immer größer und größer. Ich bin jetzt hier schon, ich habe 40 Punkte wieder im Plus, gleich 40 Punkte im Plus, ein Take-Profit wurde ausgelöst, das andere habe ich jetzt auch wieder getradet, sprich wieder eine Hälfte rausnehmen, die andere versuchen zumindest zu traden, aber auch die wurde, glaube ich, weiß nicht, mit 30 Punkten oder so im Profit ausgelöst, also auch hier wieder knapp 70 Punkte mitgenommen ungefähr. Super. Okay, nächste Setup. In dem Fall dachte ich, naja, nachdem wir wirklich ein ganzes Stück nach oben gelaufen sind und wir sehen vor allem jetzt die letzten 5, 6 Kerzen aus dem Minutenchart, die sind noch alle schön stark und grün eigentlich. Und plötzlich sehen wir jetzt die letzten zwei Kerzen, die ein bisschen rot sind. Und da war meine Idee, na gut, wir sind vorher ganz gut hochgelaufen. Ich habe gesehen, bei den Big Caps, sprich bei einer Amazon, bei einer Tesla, wurden die Gaps bereits geschlossen von letzten Freitag auf jetzt Dienstag. Die Gaps wurden geschlossen. Und ich dachte, naja, vielleicht kommt ein bisschen zur Gewinnmitnahme, weil wir sind jetzt eigentlich ganz gut hochgelaufen, aber hatten eigentlich einen Gap Down gehabt sogar. Das heißt, ich dachte, naja,
Vielleicht kommen jetzt welche rein, das wollte mein erstes Anzeichen. Ich dachte, naja, erste Position kann man ja mal wagen. Aber es war jetzt wirklich, also ja, war jetzt kein großes Ding. Sprich wirklich, ich dachte, okay, wir sind mit dem Gap down gewesen. Einige Big Caps haben die Gaps geschlossen, also können es nach unten gehen, weil wir jetzt erste Anzeichen von Schwäche im Chart sind. Problem ist bloß, und wir sehen jetzt, dass in den letzten 2 Minuten Kerzen, die haben jetzt unten dann doch die Lunden gebildet. Das heißt, dieser relativ schnelle Breakdown an Gewinnmitnahmen, der kam gar nicht so richtig. Jetzt vielleicht, dass jetzt die 3. Minutenkerze, die noch rot ist. Das war quasi so mein nächster Versuch, sage ich mal, oder die nächste Hoffnung. Wir sehen, ich bin eigentlich immer noch um Break-Even rum, aber so richtig nach unten will es nicht. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden. Ich dachte, naja, wir haben die letzten 2 Minutenkerze, haben wir unten Lunden gehabt. Jetzt in der 3. Minute wird es immer noch nicht nach unten gehen. Das heißt, vielleicht sollte ich lieber mal mit 50 Punkten Stop-Loss machen und sollte diese ausgelöst werden, dass dann vielleicht doch weiter Kaufdruck drin ist. Weil ich meine, das Momentum ist noch nach oben, das ist klar. Das Momentum geht noch gegen Norden und wir sehen jetzt, okay, ich wurde dann doch ausgestoppt, habe direkt aber in Long gewechselt und das ging schneller als gedacht, mich jetzt schon 30 Punkte im Plus. Alles wieder einzigartig, jetzt gleich 35 Punkte im Plus, gleich 40 Punkte im Plus. Habe mir jetzt immer so auf 10 Punkte Abstand, habe ich mir was gesichert. Wenn du meine Videos kennst, dann weißt du meistens im DAX tue ich dann so auf 5 Punkte trailen, sprich, wenn ich 20 Punkte im Profit bin, tue ich es so bloß auf 15 Punkte nachziehen. Wenn ich 30 Punkte im Plus bin, auf 25 Punkte nachziehen und so weiter und so fort. Und der Nasdaq, der die sehr, sehr volatil ist oder zumindest ein Ticken volatiler als der DAX, tue ich hier meistens dann 10 Punkte noch lassen. Okay, nächste Setup. Wir sehen, wir sind doch einen Ticken runtergekommen tatsächlich. Und dann sind wir auf den EMA 20 im Minutenchart. Das ist der obere Trendfolge, sind wir gekommen. Und ich dachte, naja, auch jetzt hier in dem Fall, wir sehen, das ist der 38% Fibonacci Retracement. Und dann dachte ich, na gut, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, das Long Setup. Man kann es ja nochmal probieren, einfach weil vorher die Trendstärke da war. Jetzt haben wir quasi einen kleinen Pullback und dann kann ja der Trend weiter nach oben fortgesetzt sein. Aber auch wir sehen, auch der Trade lief nicht wirklich gut für mich an. Ich habe einen Stop-Loss extra drin gehabt, diesmal mit 20 Punkten sogar. Einfach weil ich es mir aufgrund der vorigen Gewinne ein bisschen leisten konnte, mehr als 15 zu riskieren. Hat mir in dem Fall auch so ein bisschen den Arsch gerettet. Aber ich wusste dann auch, ich habe im Hinterkopf, okay, wenn bei mir Trades nicht anlaufen direkt, gegen mich laufen, dann sollte ich lieber nahe Break-Even rausgehen. Das habe ich in dem Fall gemacht. Bin mit 2 Punkten oder so Gewinn hier noch raus. Und wir sehen aber 2 Minuten später, okay, der Markt ist runtergekommen. Ich wäre ausgestoppt worden. Und jetzt haben wir noch ein cleaneres Setup sogar. Wir sind jetzt am 50% Fibonacci Retracement und am EMA 50, sprich an den unteren Trendfolger und am nächst tieferen Fibonacci. Deswegen dachte ich, naja, ich kann es einfach nochmal probieren. Ich meine, der Trend nach oben hält ja scheinbar irgendwie doch an. Oder zumindest dachte ich, das war jetzt so die Idee. Habe entsprechend einfach das hier probiert mit jetzt knappen 10 Punkten Stop-Loss plus, sprich genau in dem Kerzentief. Weil wenn wir da drunter gelaufen wären, dann wären wir auch unter dem Fibonacci wieder drunter gewesen und unter dem EMA 50 und so weiter. Und da wäre quasi das ganze Setup dahin gewesen. Und naja, wenn ein Setup nicht mehr gültig ist, dann will ich sowieso raus aus dem Trade. Entsprechend hatte ich schon 10 Punkte Stop-Loss drin. Aber das war egal, weil der Markt ist direkt angezogen. Das heißt, die Idee hat super geklappt. Wenn es hier auch knapp 30 Punkte schon im Plus, haben wir 25 davon sogar abgesichert. Oder 20 Punkte? Weiß ich gar nicht. Ne, 20 Punkte abgesichert, genau. Und jetzt der Markt in die Firma höher und höher. Ich bin jetzt gleich 40 Punkte im Plus. Also super Trade habe ich jetzt davon 30 abgesichert. Normalerweise wären 30 mein Take Profit gewesen. Die habe ich auch schon mindestens erreicht. Und jetzt wurde ich auch damit 30 ausgestoppt. Okay, Nasdaq, wir sehen oben, der US 100 steht drin. Nasdaq heute super gehandelt. Ich habe quasi plus 2 Loses gehabt. Das Problem ist, im DAX heute früh habe ich ein bisschen verloren. Naja, okay, trotzdem, ich will sagen, 3.191 Euro brutto. Das ist sehr gut, vor allem für einen, weiß nicht, für einen lapprigen Dienstag, sage ich mal. Na, ich kann sehr zufrieden sein. Ich habe mein Money Management eingehalten, auch wenn es im DAX heute nicht so lief. Aber ich hoffe, vor allem du konntest was wieder lernen. Deswegen schreib mir gerne Feedback in die Kommentare oder bei Instagram einfach. Vielleicht konntest du was lernen, was jetzt die Opening Trips sind. Vielleicht kannst du dafür für dein eigenes Trading etwas mit verwenden.